sind wir hier mal fertig mit dem Profiling. Aber im Ernst. Ja, ich würde gerne meinen Wohnwagen sehen. Haben Sie einen Ersatzschlüssel? Schön für Sie. Ja, ich habe noch einen. Er ist in der Coffee World. Ich würde ihn ja besorgen, aber Jaco und ich müssen nach Bright Falls. Der Ersatzschlüssel ist im Safe des Souvenirladens. Ich rufe an und lasse ihn für Sie herauslegen. Oh, die Straße ist überflutet, aber der Weg hinter mir führt direkt dorthin. Ja. Ruf im Souvenirladen an. Sie aber erstmal neue Gesprächsoptionen. Sofern die noch existiert. Jawollo. Gehen wir hin. Was geht, Digga? Nein, keine Gesprächsoption. Ah, weil falsch. Okay. Oh, Grottemolch. Hi, schön, dass du wieder da bist. So, was habt ihr getrieben? Oh, Last of Us Part 2 Remastered. Sehr geil. Sehr geil. Wie geht's dir? Euch. Thor und Odin sind nicht hier. Die alten Gauner schleichen sich. Ich muss sagen, Last of Us 1 habe ich auf der PS4 Pro. Ich habe das mal kurz angespielt und fand das verdammt schwer, als die Klicker gekommen sind das erste Mal. Boah. Dann habe ich es auf die Seite gelegt und dann war die PlayStation kaputt. Ich schon gesehen. Ich bin Mr. Blum. Sie haben mich Wladimir genannt. Ey, Alan Wake, ultra geil. Es wird immer geiler. Als du das erste Mal da warst, ne, das war ja noch am Anfang, da war ja noch ziemlich ruhig. Das ist mittlerweile sowas von abgefahren. Ach Gott, ist das geil. Man spielt entweder Saga oder Alan. Und Alan ist dann halt in so einer abgedrehten Traumwelt. Voll gut. Ihr wolltet ja auch reingucken, ne? Habt ihr es gemacht? Ah, das ist ja echt geil. So, mal kurz gucken. Ja, ist voll schwer. Lässt du was? Ja, das ist jetzt schon Hammer. Ist jetzt schon Hammer. Das wird mit Sicherheit noch besser. Das ist echt cool. Ihr wolltet ja letztes Wochenende reingucken, ne? Habt ihr gemacht oder habt ihr es noch aufgeschoben? Ah, übrigens, bei dem letzten Raid, bei dem Stream, habe ich endlich den Affiliate geschafft. Juhu! Da ist Coffee World. Sehr geil. Ich muss den Fluss überqueren. Hat etwas über anderthalb Jahre gedauert. Oh, hier, Loot. Nix drin. Dankeschön, Dankeschön. Bin ganz happy. Was war das? Ja, frage ich mich auch gerade. Achso, bist du nicht so weit? Ja, dann sollten wir dich mal in Betracht ziehen für einen Raid, zum Beispiel. Scheiße! Alter. Der hat eine Axt geworfen. Wer ist das? Axl Rose? FBI, zeigen Sie sich! Oh. FBI, open up. Da war ein ziemlich schneller Schatten. Alter. Ich mag nicht rennen, ich bin voll mit Schoki. Sehr gerne, Gottmolch. Sehr gerne. Ich vergesse das nur sehr oft mit dem Raiden. Meistens ist es so, wenn ich den Stream beende, dann quatsche ich noch ein bisschen. Oh, da kommt er. Und dann habe ich einen Abspann, der läuft. Wow. Alter. Wo? Weg.
What the hell? Wo ist er? Uiuiuiui. Hörst du auf? Jetzt, Allah. Immer mehr Leute werden zu Besessenen. Ist das der Kult? Oder die Geschichte? Ja, Kult. Ha. Der hat sich verdoppelt. Okay, jetzt müssen wir kurz gucken, wo der Wohnwagen ist. Ach, wir haben noch so viel zu gehen. Kann man da zoomen? Ah ja. Dann gehen wir mal weiter. Hä? Bin ich doof? Warte mal. Ah ja. Eine Sackgasse. Gehen wir mal gucken. Das ist wahrscheinlich die Erhöhung, wo der Typ eben stand und geworfen hat. Vielleicht liegt ja noch was, außer Bierflaschen. Wer weiß. Dort drüben ist ein Reim. Ah, guck an. Jede Menge Reime, die sich auch noch reimen. Das sanfte Tier mit prächtiger Kron im Walde rennt am Morgen schon. Bei dunklen Bäumen vom Jäger es flieht, auf das den nächsten Morgen es sieht. Okay, habe ich irgendwas? Das sanfte Tier bricht der Kron. Im Walde rennt am Morgen schon. Im Walde? Wolfspuppe? Hm. Nö. Hier vielleicht. Macht keinen Sinn. Ja, hätte sein können. Ich brauche mehr Puppen. Auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Oh, hier. Hirsch. Und noch ein Hirsch. Ne, ein Elch. Was haben wir da? Na, eins. Okay. Dann packen wir da mal den Hirsch drauf vielleicht. Denken, Saga. Ja, Entschuldigung. Ich bin halt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Das war das eben Hirsch, ne? Dann machen wir jetzt mal Elch. Aha! Hab das seltsame Gefühl, dass sich was verändert hat. Oh ja, ein Puppenhaus fürs Community-Treffen. Was hat sich verändert? Nichts hat sich verändert. Okay. Mach doch mal die Lampe aus. Man sieht ja gar nichts. Ist da noch was? Nee. Man kann da immer nur eine Figur hinstellen, ne? Irgendwie. Da hat sich jetzt aber nichts getan. Beim anderen kam ja ein Anhänger angeflogen. Nehmen wir die wieder mit. Sonst ist hier aber nichts, ne. Hallo? Okay. Ah doch, hier, guck mal. Der Elch hat sich manifestiert. Und ein Anhänger. Noch ein Talisman für meinen Anhänger. Ja, Talisman, Entschuldigung. Wie war das hier? Rette dich vor dem Tod, wird aber dabei zerstört. Ah ja. Dann mach mal rein, ne Dingen. Da. Gehen wir mal weiter gucken. Ich weiß nicht, kann ich da hoch? Weil da ist ja eigentlich... Ja, ich kann da hoch. Will ich das so abkürzen? Nee, will ich nicht. Gehen wir lieber da lang. Vielleicht entdecken wir noch irgendwas Cooles. Oh,
Warte, ich muss niesen. Oh. Schade, dass der Mute-Knopf nicht funktioniert hat. Ich hoffe, es hat keiner Kopfhörer auf. Und jetzt ein Tinnitus. Oh, ja, ja. Dankeschön, Mia. Was ist denn hier los? Oh, ja, danke, Gotte. Das kam von Herzen jetzt hier, mein lieber Mann. Oh, hier ist wieder so ein Blabitsch-Gedöns. Und da ist eine Kiste, okay. Noch eine Karte. Nee. Okay, gucken wir mal, was uns hier erwartet. Bestimmt wieder böse, böse Monsters. Oh. Nö. Noch eine Schließkassette. Ja, die haben wir einfach... Oh, da müssen wir wieder aufpassen jetzt, ne? Das war den Code uns merken. Oh, das geht aber. War das so? Ha! Ha! Und ihr sagt, ich wäre alt und senil. Ist ja gar nicht wahr, ihr Lüger. Ich habe einen weiteren toten Besessenen drüben beim Funkturm gefunden. Er sah aus, als wäre er zu Tode geprügelt worden. Neben der Leiche lagen eine Lunchbox und ein seltsames Strickzeug. Ich habe mich um die Leiche gekümmert, aber das ist schon die dritte diesen Monat. Jeder sollte seine Augen offen halten. Wir müssen diesen Kerl finden und ihn wissen lassen, dass der Kult des Baumes es ernst meint. Ich verabschiede mich dann mal wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch allen noch viel Spaß mit diesem crazy Game. Alles klar, Grotte Moll. Vielen Dank für den Raid und noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Jo. Kommen wir runter jumpen? Ne, wir gehen da lang. Die Synchronisation, ne? Die ist ja schon irgendwie... Ich finde sie gut. Da, Loot. Und kein Bolzenschneider. Wann kriegen wir endlich den Bolzenschneider? Jagdhütte, Watery. Ja, ich glaube, mit dem Teil warten wir noch. Erstmal ein bisschen gucken. Da Munition. Boah. Hört ihr die Schreie? Nicht. Ich hätte ja gesagt, das ist ein Speicherpunkt, aber da fehlt die Thermoskanne. Naja, okay. Oh, guck mal hier. Da hängen Zahlen dran. Warum? Noch ein Kultversteck. Hey, wenn du die Armbrust wegnimmst, legst sie zurück in das Versteck, wenn du fertig bist. PS, ich habe den Code geändert, wie gewünscht. Aha. Okay. Okay. OB. Guck mal, eine Säge. Da sind Pfeile, ja. Fehlt nur noch eine Armbrust. 225 ist, glaube ich, der Code, hä? Zwei Pfeile in der 2, einer in der 5. Schauen wir mal, ob ich recht habe. 2, 2, 5. Ich habe nicht recht. Dann machen wir mal andersrum. Nö. Und wenn wir mal 2, 5, 2 machen.
Nö. Ja, hätte er sein können. Okay. Dann gucken wir erstmal noch ein bisschen rum, bevor wir das Ding einschalten da hinten. Was da für ein Geschrei in dem Trailerpark? The Trailer Park of Horror. Vielleicht ist das eine Achterbahn oder so. So ein Vergnügungspark. Na ja, komm, machen wir erstmal an. Okay. Gehen wir mal rein. Ja, jetzt haben wir eine Kaffeekanne. Jetzt fehlt uns nur noch der Code für die Armbrust. Ah, hier. Ein Schriftstück. Nee, gehört nicht dazu. Ne, 2, 2, 5 oder 3 mal die 7? Aha, das können wir auch noch probieren. Sieben, sieben, sieben. Nö. 2, 5, 7 können wir probieren. 2, 5, 7. Ne. Schade. Na gut, vielleicht auf dem Rückweg. Sonst nichts zu erkennen. Ne. Okay. Dann weiter. Weiter gruseln. Es wird immer dunkler, ne? Falls es... Kurz gucken, wo es da hingeht. Funkturm. Ja, gehen wir erstmal zum Funkturm, ne? Auf jeden Fall sind da Monsters. Picnic Area. Oh, oh. Oh, oh. Gut, wenn hier Licht ist.
Dann heißt das, wir können hier in Deckung gehen. Was wiederum heißt... dass da Viecher sein werden. Nix. Oh, mein Herz. War gerade so konzentriert. Noch eine Alex Casey Lunchbox? Oh, gut gesehen. Oh, ich habe keinen Bock, das alles zu lesen da. Kleine Schriften, okay, aber nicht diese großen Texte da. Hat der alte Mann nicht gesehen, exakt. Ey, meine Augen sind so schlecht, ne? Seit ich so krank war. Mir ist es zu Hause schon aufgefallen, dass ich manche Dinge nicht mehr lesen kann. So, also kleingeschriebene Dinge. Und dann komme ich auf die Arbeit am Montag und sitze am Computer und denke, Alter, ich kann nichts lesen. Ich muss richtig nah dran gehen. Ich weiß auch nicht, irgendwie haben da meine Augen was abgekriegt. Aber es ist schon wieder besser geworden, ne? Aber boah, das war komisch. Ich habe eine Brille. Ja, aber ich könnte eine neue Brille gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Die habe ich jetzt schon so lange. Halt da lang. Also wirklich schon viele, viele Jahre. Oh. Lupen vorne dran kleben. Wir haben früher immer gesagt, Colaflaschenböden. Das wäre die richtige Stärke. Alter, die haben 5 Äpfel gegessen. Und gekackt. So, was können wir hier wieder... Alter, was sind das für Geräusche? Noch ein Reim. Das ist allerdings wahr. Und zwar Durchfall. 3 kleine Rehe wagten sich ins Freie hinaus, fanden einen Ort zum Fressen und Spielen, ganz famos. Doch eines der Rehe kam niemals zurück nach Haus. Und 2 der Rehe suchten Trost und weinten los. Das ist aber ein ganz übler Reim, wenn ich das mal so sagen darf. So, nochmal. Das Freie fanden einen Ort zum Fressen. Ich habe keine 3 kleinen Rehe, ne? Elch, Hirsch. Nein. Nein, ne? Tier? Versuch's weiter. Ja. Eigentlich eher Hirsch, ne? Sieht falsch aus. Ja. Ich vermute fast, dass hier liegt noch irgendwo eine Rehpuppe oder so. Maybe, baby. Nobody knows. The trouble I've seen. Na, da oben vielleicht was versteckt. Nope. You're Dan. Da war ja auch nichts, ne? Nichts übersehen. Noch Holz.
So. Ich dachte, es wäre eine Hütte vorhin, aber es ist gar keine Hütte. Was liegt denn da? Steine. Was war denn neben dem Klopapier? Ach so. Ein Fernglas. Nö, dann gehen wir mal weiter. Wie gesagt, ich denke, dass wir da noch jede Menge Figuren finden werden und dann nochmal da alles abklappern müssen. Hier ist die Tür, aber die ist zugewachsen. Na ja, komm. Dann gehen wir mal den Hini da unten töten. Und gehen in den Trailer Park of Horror. In a world where people live in trailer parks, an ancient horror began. Blutopfer. Bam, Alter. In your face, motherfucker. Alles klar, Christian, dann schlaf gut und bis die Tage. Ich denke mal, ich werde nochmal streamen, bevor wir uns am Dienstag sehen. Und wenn nicht, dann sehen wir uns am Dienstag. Mach's gut, danke, dass du da warst. Ja, entweder DC oder ich schicke dir einfach eine WhatsApp. Hab doch deine Nummer. So. Ja, und am Dienstag Mittag habe ich Termin in die Schule. Mein Sohnemann wird für die Schule angemeldet. Alter, wie schnell die wachsen, die Kleinen. Das ist so krass. Da merkt man erst, wie die Zeit vergeht. Kaum schneidest du die Nabelschnur durch. Mussten schon in die Schule anmelden. Der geht nächstes Jahr da rein. Verrückt. Totally crazy. Okay. Bunte Steine. Noch mehr bunte Steine. Viele, viele bunte Steine. Schuhe? Okay. Nichts drin. Ah. Hat auch einen Apfel gegessen. Noch mehr dieser Kinder-Lunchboxen. Ja, aber cool, da können wir... Oh, 5 Stück. Ich glaube, wir können upgraden. Hallo, Held. Ich fürchte, dass ein paar Blätter von meinem privaten Fanfiction-Projekt in einige dieser Verstecke geraten sind, aber ich weiß nicht welche. Ich habe einige online gestellt und sie erhalten ziemlich gute Kritiken, aber es wäre mir lieb, wenn du sie nicht lesen würdest. Es ist was Privates. Yo, Baby. Ja, dann. Ah. So, Pistole oder Dingens? Guck mal, wir könnten. Erhöht Nachladegeschwindigkeit ist eigentlich nie verkehrt, ne? Verursacht erhöhten Schaden bei Feinden, die betäubt, geblendet oder niedergeschlagen wurden. Ja. Töte einen Feind, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Die Menge der Gesundheit hängt von der Stärke des Gegners ab. Das ist genau das, was wir brauchen.
Ja, und wie? Hallo. Ah, gedrückt halten. Sache doch. Der Feind fiel zu Boden. Saga fühlte einen plötzlichen Energieschub. Zuvor fühlte sie sich todmüde, aber jetzt war sie bereit für mehr. Sie würde das durchstehen. Und so machte sie weiter. Jawollo. Beautiful. So. Ich sehe gerade, die Zeit rennt, ne? Sollten wir mal gucken, ob wir das Kapitel noch fertig kriegen in den nächsten paar Minuten. Ansonsten müssen wir speichern und ein andermal weitermachen. Rangerhütte, die ist ein bisschen überflutet, würde ich mal behaupten, ne? Kann man damit fahren? Nee. Da geht's weiter, aber... Kann ich da rein ohne... Nee, geht nicht weiter. Okay. Da war wohl jemand angeln und saufen. Aber also wenn jetzt noch eine Speichermöglichkeit kommt, dann machen wir Tuck. Weil es wurde gestern schon spät, weil ich noch Video schneiden musste, was morgen um 17 Uhr auf YouTube kommt. Und da wollte ich heute ein bisschen früher ins Bett, damit ich morgen nicht so am Arsch bin. Best in town. Oh hier, die besten Klos in town. In der Hütte, wa? Oh, ein Speicherpunkt. Was haben wir wieder Glück, ne? Da haben wir noch eine Manuskriptseite. Scratch auf der Jagd. Ja, perfekt. Speichern. Ah, halt. Da ist noch eine Kiste. Mit einer Fackel. Nehmen wir natürlich mit. So. Nochmal speichern. Da war nichts, ne? Nee. Ja. So, da sind wir schon. Da sind wir doch schon. So. Achtung. Wie sind das? Wollen wir direkt da reingehen oder? So, da ist nur hinterm Haus. Aber da scheint nichts zu sein. Nö, dann können wir ja mal da rein. Hallo? Hallo? Jemand da? Nein. Sind Sie rausgekommen? Kaffeekanne. Haben die Besessenen sie erwischt? Oder wurden sie zu Besessenen? Ich muss den Schlüssel zur Wohnwagensiedlung finden. Ilmo meinte, der Schlüssel sei im Safe des Geschenkeladens. Okay, gehen wir mal da rein.
in den Coffeeshop. Gibt es hier eine neue Map? Nein. Das sieht aber auch nicht so TÜV geprüft aus. Versperrt. Oh. Ich brauche etwas, um es aufzubrechen. Ja, wird Zeit, dass wir endlich mal den Bolzenschneider kriegen. Ich lad mal nach, ne? Eine Liste mit Wartungsarbeiten. Halt. Hey, the lock is jammed again. I forced it last time with a screwdriver. Which has disappeared again. But shit back. When you use it. Put shit back. When you use it. Das Eingangsschild der Coffee World wurde beschädigt, mit Reinigungsmittel gesäubert und das Schild gewachst. Das sollte reichen, bis es morgen wieder beschmiert wird. Gondel des Slow Roasters steckt fest und schaukelt nicht. Habe sie mit WD-40 behandelt, es reicht für den Moment. Umgefallener Baum in der Nähe der Latte Lagoon. Soll ich vielleicht den Baumpfleger anrufen? Mit der Kettensäge abgesägt und weggeschafft, das Holz behalte ich. Mehrere durchgebrannte Glühbirnen am Perkulator ausgetauscht und neue Glühbirnen bestellt. Ein Wagen der Latte Lagoon quietscht, Schrauben angezogen, quietscht es etwas weniger. Das Bedienpult des Perkulators blockiert, die Vorderseite mit einem Schraubenzieher entfernt. Einen Penny darin gefunden? Ah, Schraubenzieher. Okay. Gehen wir hier noch ein bisschen nach Loot gucken. Volles Popcorn. Da haben wir noch was. Ne, haben wir nichts. Das Ding ist leer. Okay. Gehen wir mal zum Riesenrad. Noch eine dieser Kultkisten. Nur gestreifte Becher. Mhm. Drei Zahlen brauchen wir. Gestreifte Becher. Ich jetzt mal keinen gesehen. Gehen wir mal weiter gucken, ne? Was sich hier noch so finden lässt. We are sorry, this toilet is temporarily out of order. Jo. Reißt euch zusammen. Wo steht das denn? Okay. Ich höre was. Knistern. Okay, okay, okay. Ist nichts. Die Taschenlampe können wir mal ausmachen, ne?
Achso, nur gestreifte. 7. Aha, pass auf. Gundel 7 war das. Weil gestreifte Tasse. Eins. Komm, 7, 1, 4. Ah, die haben aber verschiedene Streifen, ne? Nö, passt. 7, 1, 4. Sieben, eins, vier oder 4, 1, 7. Nein. Okay. Noch mehr waren da aber nicht, ne? Da ist die 1. Na, das kann jetzt alles sein, ne? Da kommt die 4 wieder. Das ist die 7. Hm. Okay. Probieren wir nochmal. Vielleicht die 1, 4, 7. Oh. Was? Wie? Ah, doch jetzt. Do not take what is not yours. Ja, mach ich nicht. Brauche ich ja. Okay, okay, okay. Ja, die Tür hier kriegen wir aber nicht auf. Da kommen wir auch nicht rein. Kommen wir da außen rum? So. So, wir wollen erstmal zum Perkulator, weil Schraubenzieher, ne? Den müssen wir da ja irgendwo finden. Ne, wir gehen erstmal zum Perkulator. Eins nach dem anderen. Nicht, dass wir da noch irgendwie durcheinander kommen. So, was ist denn der Perkulator? Da ist der Perkulator. Leer. Okay, machen wir doch mal wieder Licht an, ne? Das wird auch was sehen. Da dieser. Mal kurz gucken. Meine Güte! Ganz ruhig, Saga. Ist nur eine Kaffeekanne. Das ist nichts. Oh, hier. Was haben wir denn da? Gott sei Dank. Zeus.
Na, wie geht es dir? Warst gestern auf Tour? Schön am Chillen heute. Im Urlaub? Das ist ja noch besser. Wieder bei Oma oder bist du irgendwo hingefahren? Oder weggefahren? Also gut. Oh oh. Kein gutes Zeichen. Ah ja, das ist der Werkzeugkasten. Müssen nur noch den Schraubenzieher finden. In Polen. Ach, guck an. Was, wo? Da. Noch einer. Ui, ui, ui. Das war's? Ja, alles klar, kein Ding. Immer schön raus an die Luft. Ab in die Natur. War heute eigentlich auch bei mir geplant. Aber bin ich so fit irgendwie. Gestern schon habe meinen Sohn da gehabt. Der war auch ziemlich fertig. Und da haben wir gestern eigentlich nur rumgechillt. Und heute dann auch ziemlich kaputt irgendwie. Oh, der Schraubenzieher. Und dann wieder War Thunder. Damit sollte ich in den Souvenirladen kommen. Cool, ich habe einen Schraubenzieher. Das ist ja schon mal was. Sonst noch was zu holen? Nein. Okay. Dann zurück. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir unterwegs von irgendwas angegriffen werden. Ja, da kommt schon einer. Noch einer. Bam, in your face. Oh. Alter, war der schnell. Noch einer. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Komm, mach. Was ist hier denn los? Glücksspiel in War Thunder? Wie meinst du das? Erstmal in den Gift-Shop. Bevor wir uns da ein bisschen umsehen hier. So, mach auf. Tadam. Und wo ist der Safe? Kisten mit Sturmtiger und anderen seltenen teuren Fahrzeuge. Ah, okay, verstehe. Lootboxen abkrallen. Da ist der Safe. Oh, 75 Euro willst du reinballern? Aua. Ja gut, das ist deine Sache, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Oh. Schickiloi. Guten Tag. Guten Tag. Alles gut?
So, hey Ilmo, kurze Vorwarnung. Ich habe noch eine wütende Sprachnachricht von der Mutter eines Kindes bekommen, das sich mit einem der Souvenir-Pukos ins Auge gestochen hat. Wer hatte eigentlich die grandiose Idee, Kindern in einem Kaffeevergnügungspark Plastikmesser zu verkaufen? Ja, das war deine. Da geht es unter das Guthaben, jupp. Alles klar, Zeus, hau rein. Hau rein. Jeff, ich brauche nochmal deine Hilfe mit dem Elch. Mokka ging es wunderbar, sogar der Befund vom Tierarzt war einwandfrei, doch dann ist er einfach umgekippt. Angeblich war es ein Herzinfarkt. Ich mache dir keine Vorwürfe. Vielleicht hätte er einfach ein schlechtes Herz. Oder er hat einfach keine Aufputschmittel vertragen. Wir sagen den Kindern, dass Mokka eine kleine Auszeit nimmt, aber ich brauche dringend deine Hilfe, damit hier weiterhin alles reibungslos abläuft. Hast du noch was auf Lager? Danke im Voraus. Boah, okay. Safe. Versperrt. Okay. Ja. Welchen Code würde Ilmo verwenden? Tja, wenn wir das wüssten. Warum hast du das verdammte Passwort für den Safe schon wieder geändert? Ich dachte, es wäre Wache, Helfer, Lieferant. Hä? Wer hat dir wehgetan? Warum bist du so paranoid? Oh Gott. Beruhige dich. Dieses ist total einfach. Spurensucher, Wache, Saubermacher. What? Und erkläre mir dies. Ach du Scheiße. Wie ist denn das? Kann ich hier vielleicht was rauskriegen? Ah, da mal wieder Puppen. Wo waren die? Da oben. Packen wir mal die Puppen dahin. So. Ja, SWS, aber was für Zahlen könnten das sein? War hier, ne? Nee. Hier. Okay. So, ach, guck mal, ach, da hat sich so viel getan. Das habe ich schon gelöst. Das kommt hier hin. Süden, Westen, Süden, ja. Ja, die Zahlen, dachte ich auch schon, wo die Buchstaben liegen. Aber bei 3 Ziffern ist das ein bisschen viel. Es sei denn, man muss sie noch zusammenrechnen. Aber das wäre ja Schwachsinn. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir hier was raus. Der heiligste Ort der Welt. Und trotzdem hilft mir hier niemand, den Schlüssel zu bekommen. Ja, noch mehr Dinge. Ja, Safe-Kombi. Die müssen wir rauskriegen. Ja, komm. Hinweis vom Safe. Jawollo. Ja, da haben wir doch schon links aufgemacht. Packen wir das mal dahin. Nee. Achso, Zugang zum Souvenirladen. Ja, haben wir doch alles schon erledigt. Mit Schraubenziehern in Geschenkeläden einzubrechen, ist nicht gerade üblich. Oh, doch. Für manche ist das ein Hobby. So, nächster Fall. Die Geschichte beeinflusst die Erinnerung mehrerer Leute, ja genau. Hat das hier mit was zu tun? Nee. Das Dunkel, der Übergang. Nee. Oh, ich finde das so unnötig hier. Nee, brauche ich nicht. Hoppala.
Okay. Klicke. Was für später, okay. Was haben wir noch im Angebot? Okay. So. Versteck im Wald nähe Watery. Aha. Gefunden in der Nähe des Riesenrads, jawohl. Oh, ich hab's genau gewusst, dass ich so schnell pinkeln muss, ey. Das ist doch scheiße. Also, eigentlich nicht. Battery. Lunchbox vom Riesenrad. Aber auch Battery, ja? Genau. Okay. Das war dieses. Manuskriptseiten. Und Profiling. Da. 7S und 9W. Oh. Also 797, meinst du? Ich muss den Safe öffnen. Das probiere ich. Wie lautet die Kombination? Die Leute hassen Rätsel, Ilmo. Warum nicht die Schlüssel? Die Leute lieben Rätsel, Jako. Nur kluge Menschen können sich gute Rätsel ausdenken. Sehen Sie sich einfach nach der Antwort um. Motivierte Angestellte. Die Safe-Kombination muss irgendwo im Souvenirladen sein. Okay, 797. Oh, ist das hell. 7, 9. Na, schade. Schade. Das war's nicht. Warte mal, die Lampe aus hier. Spurensucher, Wache, Saubermacher. Okay. Spurensuch. Oh, guck mal. Und hier. Nichts drin. Was haben wir denn hier? Ach so. Hallo? Ah. Das war nur eine zum Aufrüsten. Was haben wir hier jetzt? Wird nichts angezeigt, ne? Nee.